Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, wenn auch nicht aus dem Traktor, sondern live vom Feld, aus dem noch etwas sonnigen Brandenburgistan. Ja, ihr habt es mitbekommen, wir haben hier die Klimakrise, es waren tatsächlich knappe 30 Grad heute, noch nicht ganz, waren nur 29. Allerdings hat uns unser Gesundheitsminister da ja bereits empfohlen, dass man im Kühlen bleiben soll, genügend Wasser trinken soll und das ganze Trara drumherum. Naja, ich hoffe, ihr habt alle den sommerlichen Nachmittag überlebt. So ist bei euch auch schönes Wetter war. Jetzt gegen Abend dürfte die Gefahr ja überschaubar groß sein. Nicht wahr, lieber Piratenkapitän? Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir wollen uns einen Bericht der Weltzeitung anschauen, der sich mit einer ziemlich lächerlichen Regierungserklärung vom Senilus beschäftigt. Denn es steht ja nach wie vor alles noch im Zeichen der Haushaltsplanung. Die ist ja immer noch ziemlich verkackt. Also so wirklich rechnet keiner damit oder glaubt keiner daran, dass im nächsten Monat wirklich ein einigermaßen solider Haushaltsplan vorgelegt wird. Eher im Gegenteil. Man versucht aber das eigene politische Versagen gerade noch schön zu reden, so sehr man es eben hinbekommt. Mehr oder weniger erfolgreich, denn so richtig glaubt den Schnulli keiner mehr und auch von Seiten der CDU gibt es eigentlich nur Hohn und Spott. Merz hat sich nun nach dieser schwachsinnigen Regierungserklärung, tut mir leid, aber anders kann man es nicht zusammenfassen, habe selten sowas Gehaltloses gehört, aber kommen wir gleich zu. Merz hat sich halt danach doch etwas belustigt darüber gezeigt und sprach davon, dass die Hampel nur noch von der Not zusammengehalten werde. Ja, ist nicht ganz falsch, denn naja, was wäre denn, wenn die Hampel abschmieren würde? Da würden einige ihre doch relativ lukrativen Posten verlieren. Und was darf aus deren Sicht natürlich nicht passieren? Naja, exakt eben jenes, nicht wahr? Bedeutet also, die Hampel existiert praktisch nur noch zum Selbstzweck. Sie sind aber nach wie vor nicht in der Lage bzw. unwillens und unfähig, die Folgen ihrer eigenen Politik zu reflektieren. Könnt ihr nachlesen im Weltartikel, war doch relativ deutlich formuliert, hat mich sehr überrascht. Aber es ist ja nicht unbedingt falsch. Denn schauen wir mal, was Senilus da groß beschworen hat in eben jener Erklärung. Zum einen hat er gleich mal angekündigt, das sollte man sich so im Hinterkopf behalten, dass es ein Zurück in die gute alte Zeit nicht geben wird. Und die wäre ja gar nicht so gut gewesen. Ah, also muss man jetzt ein bisschen differenzieren, Senilus. Denn das kann man schlecht so pauschal über einen Kamm geschert sagen. Was die innere Sicherheit angeht, so gab es durchaus deutlich bessere Zeiten in diesem Land. Müssen wir nicht drüber reden. Es gab Zeiten, da konnte man abends auch am Rheinufer einen oder am Mainufer einen Spaziergang machen, ohne gemessert zu werden. Das ist einfach ein Fakt. Es gab weiterhin Zeiten, da konnte man sich in jeder beliebigen europäischen Großstadt mit überschaubarem Sicherheitsrisiko auch abends durch die Gassen bewegen. Ja, ein kleines Restrisiko gibt es immer. Natürlich kann man Kriminalität schwer ganz abschaffen. Aber dass besonders Frauen sich mitunter abends nur noch mit dem Taxi nach Hause trauen, das ist eine Entwicklung, die hat so in der Intensität eher zugenommen. Weiterhin war es früher auch nicht üblich, dass permanent irgendwelche Menschen beinahe willkürlich, was heißt beinahe, tatsächlich willkürlich auf offener Straße attackiert werden. Was also die innere Sicherheit angeht, ja, da gab es deutlich bessere Zeiten. Bei der wirtschaftlichen Lage, würde ich jetzt mal so behaupten, gab es die auch. Wir hatten nämlich durchaus mal ein ziemlich solides Wachstum hierzulande. Das Land, das war mal eine Wirtschaftsnation, ist völlig richtig. Mittlerweile ist es das aber nicht mehr. Mittlerweile jagt eine Insolvenz die nächste. Und zwar aufgrund der Folgen eben jener Politik. Das hat man in der Hampel aber nicht so ganz verstanden. Nein, man zeigt sich zwar nicht geläutert, das ist falsch. Man gesteht sich ja selber ein, dass es eine Vertrauenskrise gebe. Eine Vertrauenskrise. Da, wo die Zuversicht fehle, müsse man sie ja besser nicht erklären, sondern begründen. Da müsste man ja dafür sorgen, dass die Leute wieder mehr Zuversicht haben. Indem man seine Politik besser erklärt, steht da zwischen den Zeilen. Ja, viel Freude. Also, Kackhaufen bleibt ein Kackhaufen, auch wenn ich da ein goldenes Spray rübersprühe. Das ändert an der Konsistenz nichts, aber das nur so am Rande. Man müsse die Zuversicht ja nur besser begründen, nicht wahr? Und man wäre ja dabei, Gespräche zu führen bezüglich des Haushalts. Und die wären ja ach so kollegial. Also es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob die Gespräche, die dir dafür ein kollegial sind oder nicht, ist deren Sache. Das interessiert keine Sau. Da muss was Solides, was Vernünftiges fürs Land bei rauskommen. Wie die sich dann nun unterhalten, ob sie nebenbei Candy Crush spielen oder sich mit der Mistgabel die Köpfe einhauen. Das ist mir als den, der die scheiß Zeche zahlen muss, doch am Ende wurscht. Aber hey, ist ja schön, dass sie sich alle offenbar lieb haben, dass sie ja sehr fair und kollegial miteinander umgehen. Und sie denken, ja, sie hoffen, ja, sie sind sich sicher, dass es Ende Juli dann einen Haushaltsvorschlag, eine Vorlage geben wird. Ja, ich bin mir diesbezüglich, wie gesagt, nicht allzu sicher. Man hat aber gleich, oder was heißt man, Senilus persönlich hat gleich sicherstellen wollen, dass hier an wichtigen Punkten nicht gespart werden wird. Also die Radwege in Peru sind sicher. Alles geht um Zusammenhalt. Wie genau?
das ausschauen soll, was damit gemeint ist, ja, die Erklärung bleibt mir schuldig. Aber der Zusammenhalt, der dürfe ja nicht in Frage gestellt werden. Das soll ja nicht am Sozialen gespart werden, in der Pflege oder an der Rente. Es wäre auch noch schöner, die Rentner haben die Zeche übrigens ihr Leben lang bezahlt, dafür, dass sie jetzt zusehen dürfen, wie das Land den Bach runtergeht. Also wirklich herzlichen Dank, denke ich mal, dass jeder Rentner da sehr froh drüber ist. Ironieschild an der Stelle. Und weiterhin hat man natürlich auch erkannt, woran es liegt. Also man könnte jetzt sagen, gut, ein bisschen Selbstreflexion doch vorhanden. Man hat festgestellt, dass man es verkackt hat. Nein, die Zeiten wären ernst. Man wäre von so vielen Krisen umgeben. Und man befände sich im Wettbewerb mit Populisten. Ah, heißt also, alle anderen sind schuld, aber wir machen alles richtig. Wir müssen nur besser erklären, damit die Leute uns das irgendwann auch glauben. Also wenn man das A wirklich glaubt von Seiten der Ampel und so Politik macht, dann braucht man sich nicht wundern, dass das Land sich in diesem Zustand befindet. Also ich denke, da muss man nichts weiter zu sagen. Es ist eine in vielen Fällen politisch verschuldete Extremsituation aktuell, das stimmt. Wirtschaftlich, sicherheitstechnisch, infrastrukturtechnisch, finanziell, also jetzt nicht nur auf die Wirtschaft bezogen, die laufende Wirtschaft, sondern auch auf die Ressourcen, die noch vorhanden sind, bezogen. Es ist eine sehr prekäre Lage. Das Land befindet sich praktisch in einer der schlimmsten Situationen seit seinem Bestehen. Ich denke, das kann man einfach so festhalten. Das ist jetzt, mag gemein klingen, aber ich will es jetzt nicht schönreden. Ist euch allen klar. Und wenn man da dann immer noch erzählt, ja, die Zeiten wären zuerst. Man wäre von so vielen Krisen umgeben und überhaupt die bösen Populisten, die uns kritisieren. Also Verzeihung, die größten Populisten seid ihr selbst. Habt ihr mal eure Wahlplakate gelesen, die ihr damals ausgehangen habt zur letzten Bundestagswahl? Naja, aber mit dem Finger auf andere zeigen, ja, nee, ist klar. Man wolle den Wettbewerb ja nicht an die Populisten verlieren. Und es ginge ja, wie gesagt, nur um Zusammenhalt. Und man bemüht sich, man findet eine Lösung, man macht das schon. Ja, also ein Schritt wäre, die Folgen der eigenen verfehlten Politik zumindest zu versuchen, rückabzuwickeln. Das wäre der erste Schritt. Das Selbstverschuldete wieder zu entschärfen. Aber nicht mal das tut die Ampel. Nee, im Gegenteil. Ja, wie dieser Haushalt dann zustande kommen soll, mit einem bereits jetzt zweistelligen Milliardenloch, ich weiß es nicht. Das weiß offensichtlich in der Ampel noch keiner so richtig. Aber hey, Hauptsache gleich mal wieder klargestellt, dass man selber ja gar nichts falsch gemacht hat. Das Vertrauen wäre etwas erschüttert. Aber das liegt ja nicht an der eigenen Politik. Das liegt an den Populisten und an den multiplen Krisen. Ja. Krisen. Wenn damit mit der gleichen Methode der Haushalt zusammengebaut werden soll, dann kann das noch lustig werden. Es ist ja schon lustig, dann kann das noch eine ganze Zeit lang lustig bleiben. Auch wenn man es jetzt einfach mal runterbricht, ohne jetzt zwanghaft zu versuchen, sich zynisch darüber zu amüsieren, dann ist es eine ziemlich ernste Situation. Und wenn man sich vor Augen hält, dass die binnen kürzester Zeit entstanden ist, nicht mal ein Jahrzehnt, von einem einigermaßen soliden Land, ja, es gab auch vor 10 Jahren schon Probleme, na klar, aber von einem doch relativ soliden Land zum kranken Mann Europas, ja, dann ist das nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Und die letzten 2,5 Jahre Ampel haben da nichts dran verbessert. Das ist ja immer die größte Krux. Im Wahlkampf erzählen sie, wählt uns, dann werden wir alles besser machen. Ja, ihr habt doch die Möglichkeit. Die SPD ist seit mittlerweile fast Jahrzehnten beinahe ungebrochen in der Regierung vertreten. Was ist da bisher passiert? Nichts Sinnvolles, ne? Also, wenn man sich jetzt rausredet, die Ampel hat ja erst vor 2,5 Jahren übernommen. Ja, die SPD war vorher schon dabei. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, nicht wahr? Aber warten wir es ab. Ihr könnt euch die Regierungserklärung gerne selbst nochmal anschauen, wenn ihr ein paar Phrasen gedroschen haben wollt. Ansonsten macht euch einen wunderschönen restlichen Abend. Es ist ja noch ein schönes Abendrot im Hintergrund zu sehen. Ich hoffe, das kommt in der Kamera einigermaßen gut rüber. Und dann sehen wir uns, denke ich, zu späterer Stunde nochmal ausführlich. Ist ja schon etwas fortgeschrittenerer Abend. Mal gucken, wie schnell das Video jetzt hochlädt, damit es nicht ganz so ewig dauert. Aber schauen wir, dass wir da noch ein Late Night oder... Na, ihr seht's ja dann. Deswegen bis später.